Ja, hallo, heute ist hier der Peter Trautmann. Jawohl, den begrüße ich mal ganz herzlich hier im neuen Altstadtstudio. Ja, Hallo. freue mich, dass du gekommen bist heute. Ja, den Peter Trautmann kennt man ja hier in Bad Kreuznach. Maler, Künstler, Grafiker, Designer, ein sogenannter Tausendsasser und nicht zu vergessen, ganz großer Beatles-Fan. Ja, Peter. Was soll ich groß noch sagen? Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Struktur, über deine Sachen, die du machst halt und wie so dein Weg gewesen ist in letzter Zeit. Ja, okay, war sehr bewegt. Letzten 3 Jahre war halt erstmal diese Brückenfestgeschichte. Da habe ich dann jeweils eine Ausstellung gemacht, die Brücken im Stil von Salvador Dali und Vincent van Gogh und andere große Künstler sehr gut angekommen und wollte eigentlich, bevor das erste Brückenfest war, die Lost Places machen, kam ich aber nicht dazu und deswegen habe ich das dieses Jahr vielmehr ja im Frühjahr angefangen und jetzt gibt es auch wieder den Kalender, der heißt auch Lost Places. Geschichte dazu ist die vergessenen und verlassenen Orte in der Stadt nochmal aufzurufen. Ich habe diese ganzen Orte gesehen und gekannt und dort, wo diese Orte waren, ist jetzt ein Loch oder ein Gebäude, das sehr modern und vielleicht auch gar nicht so schön ist. Ich hatte in diesem Jahr eine Ausstellung in der Stadtbibliothek und das ist so gut angekommen und ich habe so viel Feedback gehabt, dass wir nächstes Jahr ein Lost Places Teil 2 machen. Da kommen also auch sehr viele Gebäude und Plätze vor, die ich dieses Mal nicht machen konnte. Die Anzahl ist einfach zu viel, was in Kreuznach schon alles abgerissen wurde. Und ja, da gehört zum Beispiel Café Cliver dazu, weil Lost Place heißt nicht nur verloren, sondern auch verlassen. Und deshalb kommen natürlich auch und diesmal in großer Form auch die Brückenhäuser dazu, die, wie wir jetzt wissen, abgestützt werden müssen, weil keiner was an Instandhaltung erwähnt oder macht. Da ist die Stadt natürlich gefragt. Ich warte mal ab und werde meinen Teil dazu beitragen, die Brückenhäuser dann ins rechte Licht zu rücken. Ja, das sind natürlich nicht nur sozusagen die älteren Menschen, die solche Plätze noch kannten, sondern das sind ja auch jüngere Leute, die sich sehr wohl für deine tollen Sachen interessieren. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, was den Kreis wieder schließt halt, ja. Ja, ich arbeite halt recht modern und sehr farbig und das kommt also auch gut nicht nur bei den Älteren, sondern auch bei den Jüngeren an und habe also auch zu den ganzen Lost Place Orten immer eine bestimmte Beziehung. Das heißt, ich habe also damals in den 60er Jahren, ich habe das Felsenkeller, die Gaststätte gemalt, weil dort war Dauerbeat und ich als Beatles-Fan musste natürlich da hingehen und musste Klar. mir den Dauerbeat angucken. Und heute wäre diese Gaststätte, wenn sie dann noch geblieben wäre, ein ganz tolles Anlaufziel, so ähnlich wie in München das Hofbräuhaus. Ganz Ja, genau. ganz tolle bemaltes Haus gewesen. Ja, und weil halt so viel noch dazu kommt, das Fausthaus steht leer und es sind so viele andere Gebäude, die einfach verschwunden sind und die hole ich noch mal aus der Vergangenheit. Ja. Ich denke, das ist auch bei dir nicht nur ein Thema aktuell, sondern wenn man das so ein bisschen in die Zukunft vorausschaut, ich denke, da wirst du dabei bleiben und wirst das weiterhin und so ein bisschen, sage ich mal, präsentieren und deine tolle Arbeit so in die Richtung weiterlenken. Ja, auf jeden Fall werde ich das tun. Ich hoffe darauf, dass meine 2 Ausstellungen mit den Lost Places und auch die Brückenhausbilder werden weiterlaufen, dazu beitragen, dass ich vielleicht irgendwann mal Beautiful Places für Kreuznach machen kann, dass da irgendwas eingesehen wird und darauf reagiert wird, weil immer nur Abreise ist vielleicht nicht ganz so cremig. Nee, ganz sicher nicht, ja.
Ja, lieber Peter, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute uns besucht hast. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal gewesen. Vielen Dank für das knackige, kurze und sehr inhaltsvolle Gespräch mit dir und kann dir nur alles Gute wünschen für deine Zukunft. Vielen Dank, ich komme auf jeden Fall nochmal.